The world's oldest social housing project is the Fugerei. It's been located in the heart of Augsburg, Bavaria for 500 years. Around 150 low-income tenants live in 142 apartments in two-story houses. They pay just 88 cents a year in rent, a tiny fraction of what an apartment would normally cost in Germany. The Fugerei's seven streets form a kind of self-contained village on around 15,000 square meters. Hallo, grüß Gott. Mein Name ist Ilona Barber. Ich wohne seit 6 Jahren hier in der Fugerei und ich finde es sehr, sehr schön hier zu wohnen. Vor allen Dingen der Zusammenhalt, den wir haben. Wir zahlen hier nur 88 Cent im Jahr an Miete. Kann man natürlich sich auch noch leisten. Also das ist jetzt die Küche. Die ist zwar nicht groß, aber es vollkommen reicht für mich als Einzelperson dort zu leben. Meine Wohnung besonders ist halt eben knapp 60 Quadratmeter, was auch eigentlich relativ groß ist. Ich bin froh und ich bin glücklich, hier zu leben. Und vor allen Dingen habe ich keine, sagen wir mal jetzt momentan, keine Geldsorgen mehr. The Fugerei owes its existence to Jakob Fugger, a 16th century merchant and entrepreneur from Augsburg, and probably the wealthiest man of the age. In 1521, he founded the Fugerei as housing for the needy, for all eternity. Alexander Fugger Babenhausen is in the 16th generation to administer the foundation. The financing comes primarily from its own forestry holdings. Der Stifter hat in der Stiftungsurkunde definiert, dass unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region, aus Augsburg, hier sich als Bewohner bewerben können. Die Liste der Bewerber ist leider länger als die Plätze, die wir anbieten können. Der Grundansatz, der hier gelebt wird, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also dass die Personen, die wir in der Fugerei aufnehmen, tatsächlich auch unterstützt werden, irgendwann auch wieder ausziehen zu können. Over the centuries, the Fugerei has been expanded and modernized, also following the destruction left by World War II. A small museum shows how people lived in the Fugerei 500 years ago. Hier sind wir jetzt in der Stube. Ist eigentlich ein sehr großzügiger Raum für die damalige Zeit. Dieser Raum wurde nicht nur als Wohnzimmer genutzt, sondern auch als Stube, um der Arbeit nachzukommen. Hier waren ja auch viele Handwerker. Das ist das Schlafzimmer oder die Kammer. Der Raum war unbeheizt und wahrscheinlich hat die ganze Familie auch in diesem Zimmer gemeinsam geschlafen. Man sieht an diesem Bett, kann man aus der Schublade das erweitern für die Kinder. Belonging to the Catholic faith is a requirement for residents of the Fugerei, as are 3 prayers they have to speak each day. It was a bid by the founder to ensure the eternal salvation of their souls. Das wird nicht kontrolliert, aber ich denke, dass jeder Bewohner, wenn er einen Respekt hat und wenn er also immer dankbar ist für das, dass er hier wohnt, dass er dann auch die Gebete für sich betet. The foundation meticulously reviews the financial needs of the Fugerei's residents. Many retirees live here, but a number of young people do too. Hallo, ich bin Lisa Kron und wohne hier seit 2 Jahren und zeige Ihnen jetzt gerne meine Wohnung. 23-year-old Lisa has an 8-year-old son, but no job training. So, wir sind hier jetzt in meinem Wohnzimmer. Nebendran ist das Kinderzimmer, da steht schon die Wiege, weil in 2 Monaten bekomme ich mein Kind. Also es hilft mir schon sehr, sehr viel, weil ich habe auch ziemlich viel Unterstützung. Und wenn ich Probleme habe, kann ich auch mit jemandem sprechen. The many tourists who come to see the Fugerei bring in some extra revenue for the foundation. Admission fees make up around 20% of its income. On its 500th anniversary, the Fugerei aims to ensure its survival, if not for eternity, then at least for centuries to come.